Die Bundesregierung hat in den letzten Wochen dieser Legislaturperiode noch mit aller Macht eine Zensur im Internet durchsetzen wollen. Wir Liberale lehnen dieses Zugangssperrengesetz ab. Wir wollen nicht, dass es Zensur im Internet gibt. Wir wollen aber eines ganz klar. Wir wollen, dass verbotene Inhalte, kinderpornografische Darstellungen, rechtsextremistische Verhöhnungen aus dem Netz genommen werden. Da muss man die richtigen Wege gehen. Da muss man auch im Wege der Rechtshilfe mit den Staaten verhandeln, wo die Anbieter sitzen. Aber mit Sperren, mit Stoppschildern, mit Zensur im Internet, da kommen wir nicht weiter. Und deshalb brauchen wir auch in diesem Bereich eine andere Politik.